Hallo meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Mass Effect Andromeda. Und ja, wir waren ja in diesem riesigen Gebäude stehen geblieben, wo wir den Atmosphärenumwandler suchen. Unglaublich, wie hoch es ist. Könnte das ein weiterer Gravitationsschacht sein? Da vorne haben wir wieder Assembler. Verdammt. Vielleicht können wir ja wieder die Notstromleitung nutzen. Man kann nie vorsichtig. Wir müssen also wieder kämpfen. Erledigen Sie sie! Die müssen weggemacht werden. Sind Sie sicher, dass sich dieser Schacht nicht unter unseren Füßen öffnen wird? Bam! Ziemlich sicher. Konzentrieren Sie sich auf die Relikte. Müssen ein bisschen. Das ist halt wirklich so, ne? Also, das haben ja ganz viele gesagt, so, dass. Oha. Dass es halt schon Spaß macht, die neuen. Also dieser neue Kampfmodus. Ja, der viel, viel schneller ist. Und, ich frage mich, ob der ja, wo einfach was anzeigen würde. Mehr Action drin ist. Und das ist wirklich so. Das muss ich auch sagen, dass mir dieses neue Kampfsystem in Mass Effect wirklich, wirklich Spaß macht. Ich finde das gut. Die Leitung teilt sich auf und verläuft durch jede dieser Vorrichtungen. Wenn Sie darauf zugreifen, könnten Sie den Kreislauf vielleicht schließen. Womöglich lässt sich auf diese Weise auch der Schacht öffnen. Wenn es uns hilft, die Systemabriegelung aufzuheben, versuchen wir es. Okay, nehmen wir uns die beiden Konsolen vor und schließen den Kreislauf. So, okay. Das Gerät scheint eine Defensivfunktion zu erfüllen. Das Gerät ist online und erzeugt einen Schild. Naja, wenigstens ist es nicht feindselig. Ein Verteidigungssystem nach dem anderen. Vorausgesetzt, es sind Verteidigungssysteme. Mhm. Die Energieversorgung des Gravitationsschachts ist wiederhergestellt. Die Leitung führt nach unten. Der Druck der Leitungsflüssigkeit schwankt. Das könnte auf Aktivitäten unter uns hindeuten. Dann graben wir mal tiefer. So, was ist das da? Gravitationsschacht benutzen. Staub. Wie alt ist dieser Ort? Unbekannt. Die Strahlungswerte legen nahe, dass das Gewölbe mehrere hundert Jahre lang offline war. Etwa zu dem Zeitpunkt, als die Geißel aufgetaucht ist. Das kann kein Zufall sein. Vielleicht ist die Geißel der Grund, warum diese Tech verlassen wurde. Okay. Mist. Die Leitung ist undicht. Ja, und das Zeug verteilt sich über die gesamte Konsole. Es wird Ihnen die Hände wegbrennen, wenn Sie versuchen, darauf zuzugreifen. Dann lassen und wir das. Ohne die Flüssigkeit haben wir hier auch kein... Energie. Verdammt. Vielleicht waren diese Vorrichtungen weiter oben ja deshalb abgeschaltet. Wie auch immer. Wir werden jetzt auf keinen Fall wieder umkehren. So. Es muss eine Möglichkeit geben, das Leck zu stopfen. Ja, ja, erzähl du mal. Fähigkeiten brauche ich nicht. Ich habe aber gesehen, dass wir eine neue Nahkampfwaffe gekriegt haben. Und zwar den Relikt-Kyro-Handschuh. Kern aus Relikte und friert Gegner dann schlagartig mit einer Welle ultrakalter subatomarer Partikel ein. Obwohl die dramatisch aussehen, sind diese oberflächlichen Frierungen zwar schmerzhaft, aber nicht zwangsläufig tödlich. 200 Nahkampfschaden. Gewöhnlich, ungewöhnlich. Kann ich den nicht anlegen? Warum kann ich den nicht anlegen? Ein Handschuh oder vielleicht eine Art Werkzeug. Unsere Wissenschaftler werden es auf jeden Fall lieben. Ryder, hier oben! Wo? Hä? Wo denn? Ich habe keine Ahnung. Was ist passiert? Keine der Türen hier oben funktioniert. Die Leitung hat ein Leck. Moment mal.
Die Beobachter haben merkwürdige Laserfrequenzen eingesetzt, um eine kaputte Wand zu reparieren. Ich sende die Frequenzen an Ihr Universalwerkzeug. Vielleicht können Sie die Leitung reparieren. Und da sind Sie. Ich probier's mal. Bin mir gerade noch nicht so ganz sicher, so. Das System reagiert auf diese Frequenzen. Wir haben es zwar nur notdürftig geflickt, aber es müsste halten. Gut gemacht. Wenn die Reparatur erfolgreich war, müsste die Konsole jetzt funktionieren. Schauen wir mal, ob das jetzt klappt. Sieht aus, als hätte es funktioniert. Und da ist sogar eine Brücke. Sie sind echt ein Schatz, Ryder. Wo wollen Sie hin? Die Quelle der Systemabriegelung muss ganz in der Nähe sein. Wer als erster da ist, sagt den ganzen Ruhm ein. Wir werden Sie schon einholen. Mal sehen, ob wir uns einen Weg hier rausgeschaffen haben. Okay. What's the matter with you? Let's go. Sieht schon geil aus hier alles, oder? Der einzige Weg führt nach unten. Sieht aus, als wollten sie nicht, dass hier irgendjemand zu leicht durchkommt. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Ui. Es ist immer noch ein ziemlich tiefer Sturz. Ui. Moment mal. Ich bin mal. Ja jetzt... Pflanzen? Hier unten? Das ist... seltsam. Es gibt hier weder Sonnenlicht noch Wasser. Sie müssten alle tot sein. Dieser Planet ist eine Einöde. Vielleicht sind sie ja einfach abgehärtet. Die Quelle der Systemabriegelung könnte weitere Informationen liefern. Wir sind offenbar ganz in der Nähe. Ein Glück, dass ich so wenig gefrühstückt. Wir kriegen Gesellschaft! Nein! Falsche Taste, verdammte Scheiße. Wie mache ich denn einen Nahkampfangriff? Explodierst denn du so heftig? So, weiter geht's. Aua! Ich habe einen neuen Weg erschaffen. Ich denke, es ist der richtige. Das klingt, als hätten sie es geschafft. So, können wir nochmal? Oh nein, habe ich das jetzt ausgemacht wieder? Ah, guck mal, wie fuchsig. Sie kommen auf uns zu! Wo denn? Au! Au, au, au! Hört doch auf! Aber sonst ist alles Tutti hier, ne? Ups. Ups. Die Hydraulik ihrer Panzerung kompensiert den Aufprall. Irgendwo war doch hier, war hier nicht. Da war Leben. Sehr gut. So, und jetzt sollte ich hier lang, nicht wahr? Ich glaube schon. Wow, das war aber knapp. Ich hätte beinahe den Halt verloren. Ja, ich auch. Macht ja nichts draus. So, noch eine. Wir haben einen Weg zur... Wow! Wie, wow? Verstehe ich jetzt nicht. Wow! Wir haben jetzt
schon 2 Gravitationsschächte nach unten genommen. Nein! Und reicht noch tiefer. Ich bin gespannt, was uns ganz unten erwartet. Okay. Tja, Hauptsache, wir finden es nicht auf die harte Tour raus. Ey, sag mal, bin ich jetzt voll doof oder was? So, dann haben wir das auch. Da drüben ist schon wieder eine neue Reliktkonsole. Lebensenergie wäre auch mal was Feines, aber das sieht wohl eher schlecht aus im Moment. Da sind noch Überreste, da können wir auch mal nachgucken. Ein Schildkondensator, wow. Das ist selbst mit Jetpacks zu weit. Jetzt nicht mehr. Alles wird. Genau. Oho, sie versucht lustig zu sein, das finde ich gut. Spüren Sie das? Der ganze Boden vibriert vor irgendwas. Energie. Wir müssen nah dran sein. Kein Zweifel. Das hier ist das Herz des Gewölbes. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Okay. Sämtliche Leitungen laufen hier zusammen, Pathfinder. Das muss die Abregelungskonsole sein. Mal gucken, was hier passiert. Was ist das, Sam? Es scheint in Beziehung zu der Abriegelung zu stehen. Mehr lässt sich ohne Untersuchung nicht sagen. Systemabriegelung deaktiviert. Gewölbe und Atmosphärenwandler sollten bald wieder funktionsfähig sein. Ryder? Die Abriegelung ist vorbei, oder? Der gesamte Ort erwacht. Die Energiewerte sind unglaublich. Wirklich, wirklich unglaublich. Wenn alles wieder aktiv ist, müssten wir doch... Ryder? Hey! Phoebe, zurück zum Eingang, sofort! Ich hab's gesehen! Okay. Aus dem Gewölbe entkommen. Gehen Sie kein Risiko ein. Verschwinden Sie einfach. Machen wir. Vorsicht. Wow. Entlüftungsöffnung. Nicht stehen bleiben. Auf gar keinen Fall bleibe ich stehen. Alles wird gut. Dann was am besten noch so ein Jump and Run einbauen hier. Ja, genau. Komm! Es wäre ratsam zu fliehen, Ryder. Ja! Ich weiß, Sam! Sam ist ja im ganz Großen. Oh. Oh. Gut. Realistisch betrachtet, wir rennen die ganze Zeit. Hallo? Was macht er? Warum läuft er nicht mehr? Schneller! Es darf uns nicht erwischen! Ah, geil. Habt ihr das gesehen, dass die Wolke langsamer wurde, weil wir... Ein weiterer Gravitationsschacht! Wir wissen nicht, wohin er führt! Er führt von hier weg! Wir nehmen ihn! Es ist immer noch aktiv! Säubert das gesamte Gewölbe und tötet alles, was ihm im Weg steht. Ach, Leute. Ja, uns zum Beispiel.
BioWare, warum? Und es konnte gar nichts passieren. Habt ihr das gesehen, als wir gerade da so langgelaufen sind, dass die Wolke einfach langsamer geworden ist? Wenn Sie das Ding wollen, sollten Sie es sich schnell holen. Wir haben es fast geschafft. Wo sind Sie? Hallo? Baby? Los! Los, los, los! Zum Gravitationsschacht! Sie ist verschlossen. Los, brechen Sie sie auf! Die Konsole stellt Verbindung zur Oberfläche her. Mach schon! Gewölbe-Neustart abgeschlossen. Das war ganz schön hektisch. Das war irre und hat Spaß gemacht. Ein Wettlauf mit dem Tod, nicht schlecht. Aber nichts gegen die Reaktivierung eines riesigen Gewölbes. Atmosphärenwandler ist online. Ich stelle die letzte Konsolenaktivität wieder her. Ist das der Helios-Cluster? Ja, da sind wir. Das ist Eos. Irgendwas ist passiert. Wegen des Neustarts vielleicht? Wenn wir dieses Licht sind, könnten all diese Punkte inaktive Gewölbe auf anderen Welten sein. Möglich, aber warum gibt es ein ganzes Netzwerk? Wozu dienen sie? Darüber können wir nur spekulieren. Solange es uns ihre Erbauer nicht selbst erklären, können wir nur spekulieren. Wir haben Bots gesehen, lebende Pflanzen, Atmosphärenwandler. Ich habe mal Nachschub für ein Ratsteam beschafft, das die Atmosphäre eines Eisplaneten geimpft hat, um die Polarkappen zu schmelzen. Und Leben zu ermöglichen. Vielleicht war der erste Wandler, den wir gesehen haben, ja nur defekt. War das der Plan dieser Erbauer? Welten bewohnbar zu machen, einen ganzen Cluster zu terraformen? Hey, sehen Sie mal. Das ist anders. Ist das vielleicht aktiv? Wir müssen dorthin. Sam? Extrapolation läuft. Diese Koordinaten liegen jenseits des uns bekannten Raums. Markier sie auf den Karten. Wir müssen mehr wissen. Gehen wir an die Oberfläche. Ich brauche frische Luft. Okay. Weltenformer. Ja. Noch mehr Video. Was für ein Himmel. Was? Kein Atmosphärenwandler arbeitet so schnell. Wenn dieser Effekt charakteristisch ist, werden sich die Luft- und Feuchtigkeitswerte erheblich verbessern, Pathfinder. Eos könnte erschlossen werden. Wir haben eine Chance. Wir können Fuß fassen. Mehr brauchen wir nicht. Nur einen Anfang. Diese Relikt-Technologie könnte unser Überleben sichern, falls wir sie kontrollieren können. Sie ist gewaltig. Gehen wir es langsam an. Wir haben eine Spur. Sam hat sie auf den Karten markiert. Dieser Ort ist definitiv aktiv. Wer weiß, was wir dort finden werden. Wir? Sie wollen mit uns kommen? Ich will wissen, wie die Relikte ticken. Und Sie haben den Schlüssel zu Ihrer Technologie. Oder eine Brechstange. Okay, Sie sind dabei. Willkommen an Bord. Wir besorgen Ihnen einen schicken Jobtitel für Ihre Koje. Ich brauche nur eine Truhe. Datenpad, Zahnbürste, saubere Unterwäsche, das reicht mir. Wir sehen uns später. Das ist gut. Das wird bestimmt interessant. Und jetzt zu unserem neuen Außenposten. Sie haben bereits einen idealen Standort gefunden. Der NAV-Punkt ist vermerkt. Ich informiere die Tempest. Die Nexus kann es kaum noch erwarten, Ryder. Die Kolonisierungsschiffe sind unterwegs und bereit für den Einsatz. Okay, machen wir es wahr. Schöne Augen hat er. Gut, dann würde ich sagen,
Für heute war es das erstmal. Und wir begeben uns dann auf die... zurück aufs Schiff. Ab aufs Schiff zurück. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir wieder auf dem Schiff. Auf dem Schiff. Auf dem Schiff. Wenn wir wieder auf dem Schiff sind. Auf der Tempest. So, das suchte ich die ganze Zeit. Ich suchte den Namen des Schiffes. Meine Güte. Ich will einmal zumindest kurz was sagen. So, ihr wisst, dass ich jemand bin, der viel versucht hat, so in den ersten Folgen dem Spiel was Gutes abzugewinnen und zu sagen, okay, ist alles eigentlich gut, was sie hier machen. Ist halt typisch Mass Effect und man sollte dem Spiel eine Chance geben. Gerade jetzt bin ich momentan aber tatsächlich doch so ein bisschen enttäuscht von dem Spiel. So, es stimmt, es fehlt viel Gestik und Mimik, auch wenn das nicht so schlimm ist für mich, wie das immer gemacht wurde. Also ich finde, ist nicht ganz so heftig, wie es von vielen Fachzeitschriften auch gern beschrieben wurde. Aber es ist schon nicht verkehrt so. Es ist tatsächlich mangels an ganz, ganz vielen Orten so ein bisschen mit Emotionen und damit eben auch mit sich mit dem Spiel identifizieren und irgendwo da gebunden sein an das Spiel. Das mangelt tatsächlich, muss ich leider so zugeben. Vor ein paar Aufnahmen, vor zwei Folgen oder so, hatten wir extreme Probleme mit dem Sound. Wo die herkamen, weiß ich auch nicht. So, dass ich das Spiel sogar nur neu starten musste zwischendurch mal. Es gibt hier und da überall mal so ein Problemchen. Sie scheinen gegen einen Kroganer zu kämpfen. Ist das Drag? Okay, kommt, das machen wir noch hin. Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Da ist es wieder. Der Sound lässt wieder nach. Es fängt wieder an zu ruckeln. Ich verstehe das nicht. Ryder, wird ja auch Zeit, dass Sie sich auf der Party blicken lassen. Hinter mir? Oh, noch mehr. Ein Gesalbter. Ach so, verstehe. Hi, wo bist denn du hin? Sehr schön, Kleiner. Weiter so. Kann ich mal wieder? Kann ich. Nicht schlecht. Du kriegst alles ab, mein Freund. Ich bin beeindruckt. Nicht übel. So. Haben wir. Das können Sie laut sagen. Sie wissen sich zu wehren, Kleiner. Und ich habe gehört, Ihnen hätten wir es auch zu verdanken, dass der Himmel sich aufgeklärt hat. Ich hatte Sie völlig falsch eingeschätzt. Wir arbeiten gut Sie zusammen. Sind auch nicht übel, alter Mann. Vielleicht sollten wir doch zusammenarbeiten. Der Kampf war ziemlich gut. Aber Sie sind trotzdem von der Nexus. Und so grün hinter den Ohren wie ein Drell. Trotzdem sagt mir irgendwas, dass sie Potenzial haben. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Ich bin dabei. Zeigen Sie mir nur, in welcher Richtung Ihr Schiff ist und versuchen Sie, Schritt zu halten. Okay, dann haben wir das. Wie gesagt, ihr habt es jetzt gerade, finde ich, auch wieder gesehen. So, das war sehr, sehr, sehr emotionslos, das ganze Gespräch. Also es ist in Ordnung, wenn
wenn was emotionslos ist. Jetzt kommt schon wieder ein Video. Ich sollte aufhören, irgendwas zu machen und mich verabschieden. Hier werden wir unsere neuen Außenposten errichten. Ein echter Anfang. Bereite Errichtungsbefehl vor. Sie müssen festlegen, welche Aufgabe dieser neue Außenposten erfüllen soll. Hat die Nexus dabei kein Mitspracherecht? Die Ressourcenknappheit ist kritisch. Laut Protokoll fällt diese Entscheidung nur der Pathfinder. Mit den aktuellen Vorräten könnten Sie einen Militäraußenposten errichten, der sich auf Verteidigung und die Ausbildung der Miliz konzentriert. Alternativ wäre ein wissenschaftlicher Außenposten möglich, der die Forschung der Initiative vorantreibt. Fragen wir mal das Team. Was sagen Sie dazu? Militär oder Wissenschaft? Ich sage Wissenschaft. Sind wir nicht hier, um zu erkunden? Ich sage Militär. Da draußen sind zu viele Bedrohungen. Ich bin eigentlich auch eher für Militär. Beachten Sie, dass der erste Außenposten, den ein Pathfinder errichtet, in sich selbst eine Botschaft transportiert. Ob gerechtfertigt oder nicht, Ihre Entscheidung repräsentiert die Initiative und in Andromeda. Wählen Sie mit Bedacht. Da sind böse Gegner und nur wenn wir uns verteidigen, können wir auch vernünftig erforschen, oder? So sehe ich das. So, wenn wir jetzt hier einen wissenschaftlichen Außenposten hinbauen, der sich nicht verteidigen kann und die Cat kommen, dann nehmen die ihn auseinander. Also bauen wir doch erstmal Militär, um dann in Ruhe andere Außenposten aufzubauen. So machen wir das. Ein Militäraußenposten. Wir müssen unsere Leute gegen die Cat und genau. Andere Feinde verteidigen. Befehle vorbereitet. Bereit auf Ihr Signal. Andromeda-Initiative, hier spricht Ryder, der Pathfinder. EOS ist bereit für die Erschließung. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Und mehr als bereit. August Bradley, Einsatzleiter dieses Blocks. Und jetzt wohl Bürgermeister. Wir sind bereit, Ihre Arbeit fortzuführen. Gut, passen Sie gut drauf auf. Ja, ich schätze, jetzt sind Sie an der Reihe. Passen Sie gut auf unser Baby auf. Mach ich. Prodromos. So nennen wir ihn. Sie sind so engagiert. Es hat uns gefehlt. Die Folge geht schon fast eine halbe Stunde. EOS ist bei weitem keine goldene Welt. Aber zumindest lässt sie sich jetzt verteidigen. Für sie haben sie ein Wunder vollbracht. Die Nexus. Ich hatte sie gewarnt. Hoffnung schien verantwortungslos. Entschuldigung. Aber ich lag falsch, Pathfinder. Was haben Sie vor, Elsen? Was ziehen Sie hier ab? Ist es plötzlich vorteilhaft, meine Freundin zu sein? Ja, vermutlich. Ryder, Sie haben uns Zeit verschafft. Aber ein Außenposten auf einem ziemlich hoffnungslosen Planeten löst unser Hungerproblem nicht. Haben Sie schon eine weitere Spur? Den Nav-Punkt aus dem Gewölbe. Jetzt wird es kompliziert. Die anderen sind bereit, ihre Bestrebungen zu genehmigen, um an ihrem Erfolg teilzuhaben. Wir alle wollen, dass die Initiative ihr Ziel erreicht. Über das Wie sind wir uns allerdings uneins. Sehen Sie sich einfach vor. Sie sind genauso manipulativ. Vor allen außer Ihnen nehme ich an. Sie sind aufrichtig. Ich weiß, weshalb ich hier bin. Reden Sie mit Bradley. Später sprechen wir dann über die erweiterten Aufgaben eines Pathfinders. Bis dahin erwartet Sie Tan auf der Nexus. Okay. Guck mal, die bauen schon fleißig da unten. Achso, nee. Hä? Oder war das Ding? Hä? Ich weiß nicht, ich bin überfordert. Wow. Das war ein tiefer Sprung gewesen. So, heute die Folge mal einfach locker flockig eine halbe Stunde. 10 Minuten länger, als ich eigentlich wollte.
Aber wir waren halt gerade so drinne. Haltungssysteme sind bei 100%. Ne? Deswegen akzeptieren wir das jetzt einfach mal so. Dafür sage ich jetzt aber auch dann wirklich, ne? Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und ansonsten sage ich wie immer, bis denne!